Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Wir werden jetzt diesen beiden Mädchen hier helfen, die eine umzustylen. Ich hoffe, das kommt gut. Hä, was hast du davon, Verena, hä? Was? Das wirkt nicht wie etwas, das ich tragen würde. Nein, bist du sicher? Ich habe Kinder in unserem Alter sowas schon tragen sehen. Und erwachsen auszusehen kann nicht schlecht sein, oder? Das ist komisch. Das ist nicht komisch. Es könnte ein neues Merkmal sein. Denk darüber nach. Ich habe das Gefühl, Verena hat nicht den Mut, neue Stile auszuprobieren. Der Modewelt trotzen. Denkst du, ein Yokai kann helfen? Oh, natürlich. Lass uns mal nachsehen. Alles klar. Ich habe die Magazine durchgesehen. Gehen wir los. Losgehen? Ich dachte, hier wollten wir hin. Was passiert jetzt? Du hast gesagt, du würdest hier nichts tragen. Finden wir einen Laden für dich. Ein anderer Laden? Bitte sag mir, es ist ein anderer Buchladen. Nee, die Straße hoch ist ein Kleidergeschäft. Das mit dem süßen Schild. Das ist ein Kleidergeschäft. Du bist echt nicht informiert. Na los, lass uns gehen. Na gut. Naja, sie sind gegangen und wir haben nicht geholfen. Warum stehen wir rum, hä? Wir brauchen vielleicht die Kraft eines Yokai. Es muss einen geben, richtig? Du wolltest doch nachgucken, oder? Hast du was gefunden? Das Ding ist, wir müssen den Mädchen nach. Verlieren wir sie, können wir nicht helfen. Wir sollten zum Laden die Straße hoch. Kleidergeschäft, stilsicher, schnell. Ja. Straße hoch, gut, dann nehme ich. Ah, da sind sie ja schon. Okay, Glück gehabt. Hey, schauen wir uns mal um. Ich fühle mich nicht wirklich wohl an Orten wie diesen. Was genau meinst du mit Orten wie diesen, Die Auswahl hier ist limitiert, wenn du mich fragst, aber, es sollte genau das Richtige für dich sein. Nein, ich kann nicht, ich traue mich nicht. Verena kann Mut nun wohl mehr als alles andere gebrauchen. Ich weiß genau, was sie braucht. Mut zum Ort zu finden ist ein Umweg. Lass uns die direkte Route nehmen. Ein Yokai muss uns helfen, einer, der sie sofort modischer macht. So ein Yokai gibt es? Natürlich, lass uns Klitzelle finden. Ihre stilvolle Art hilft bestimmt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so funktioniert, aber... Wo finden wir sie? In Schwalbing. Sie ist mehr so der kultivierte Typ. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du eine passende Antwort parat hast. Langsam solltest du verstanden haben, dass mein Yokai-Wissen tadellos ist. Na, ich bin mir sicher, dass du das gerade nachgeschaut hast, Whisper. Wir haben doch, dieses Yokai, ne? Niemals. Alle werden mich anstarren und dann fühle ich mich wie ein Depp. Ihr fehlt noch immer der Mut, um die Modewelt einzutauchen. Zum Glück haben wir Glitzeller auf unserer Seite. Rufe sie herbei und dann beginnen wir mit Verenas Stilverwandlung. Glitzeller rufen, natürlich. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Glitzelle. Yokai-Medaille aktiviert. Gut, dass wir die schon dabei haben, ne? Einsteigen in den Modezug. Nächster Halt, Stielhausen. Hi, kannst du mir einen Gefallen tun? Einer Freundin? Was ist der Gefallen? Etwa einen neuen perfekten Trend zu kreieren, hä? So in der Art. Du musst Verena helfen, kein Mauerblümchen mehr zu sein. Schoni, du bist ein Poet! Ja, meine Güte. Sie ist ja stillos, nicht wahr? Keine Sorge, ich helfe ihr. So zack mit dem Schirm mitten ins Gesicht. Ich verstehe. Ich verstehe es jetzt. Alles ist klar geworden. Hä? Hast du gerade deine Brille geputzt oder so? Wovon redest du? Endlich verstehe ich Mode. Ich fühle mich, als wären Stiel und ich eins. Stiel! Was ist in dich gefahren, ne? Los, Maya, gehen wir rein. Wir haben eine Modewelt im Sturm zu erobern. Okay, aber, wer bist du und was hast du mit Verena gemacht, hä? Ich hatte eine Erleuchtung. Raus das Alte, rein das Neue. Probieren wir. Alles an! Ich habe ein Monster erschaffen. Stiel, Glamour! Ich bin mir da nicht so sicher. Ist das, was passieren sollte? Was weiß ich schon von Mode? Ich trage keine Kleidung. Glitzelle? Ist sie nicht erfüllt von Farben und Geschmäckern der Mode selbst? Was? Ich weiß gar nicht. Oh, sieht aus, als würden sie in den Laden gehen. Lass uns gehen. Okay. Was hast du davon? Was? Das sieht gar nicht nach dir aus. Raus mit dem Alten, habe ich gesagt. Schau, dieses freche Lila. So schön. Denkst du ernsthaft darüber nach, so etwas zu tragen? Was ist los? Dieser Ton unterstreicht meine Anmut und meine königlichen Eigenschaften. Ein Strohhut wäre perfekt. Er würde die Hingabe zu meinen Untertanen zeigen. Königliche Eigenschaften? Untertanen? Verena, was ist los mit dir? Ich bin nicht mehr Verena, die ihr kanntet. Ich bin Königin der Mode.
Was? Passiert das wirklich? Ist das ein Traum oder ein Albtraum? Whisper, das ist... Das ist was? Das ist irgendwie furchtbar. Ich habe das gleich gedacht. Was ist das? Ihr mögt meine makellosen Modus nicht? Ich habe nie... So etwas habe ich noch nie gesehen. Nichts für ungut, aber bist du sicher, dass du wirklich so modebewusst bist? Wie kannst du es wagen, hä? Es gibt Dinge, die man einfach nicht zu anderen sagt. Das gehört dazu. Ich werde nicht untätig hier stehen und solche extreme Unhöflichkeit ertragen. Was? Wir... Was? Was? Sie will jetzt gegen uns kämpfen, obwohl es eigentlich unser Freund ist? Naja, gut. Das ging schnell. Ja, gut. Das ging jetzt wirklich schnell. Das ging jetzt halt echt schnell. Wow, 6 Erfahrungspunkte. Das Mutbewusstsein einer Person ist heilig. Rede da nicht sehr schlecht drüber, ja? Beschwör mich so viel du willst. Ich werde dir nie wieder helfen. Oh. Ich denke, ich habe ihre Gefühle verletzt. Naja, wenigstens ist es vorbei. Sie muss selbst verbreitet haben, dass sie stilvoll ist. Ich denke, Verena zu beseelen war keine so gute Idee. Oh, aber Verena sollte jetzt wieder normal sein, richtig? Hoffe ich. Was ist passiert? Was mache ich hier, Maya? Ich war das nicht. Du bist hier rein und hast dich über Stil ausgelassen. Ich habe was? Dass ich mich nicht erinnere, ist mir unbehaglich. Da ist die alte Verena. Alte Verena? Gab es eine neue Verena? Ja, alte Verena. Guck, was du haben wolltest. Ein Haufen Oma-Klamotten. Du brauchst eine gründliche Lektion über Modegrundsätze. Jetzt! Grundsätze? Alles dank Glizelle. Du solltest dich bei Verena entschuldigen. Ich erinnere mich an einen Yokai-Butler, der sie mir empfohlen hat. Oh, ich meine, entschuldige dich in meinem Namen natürlich. Hast du nicht auch gesagt, stilvoll zu sein erfordert Mut? Das hast du gesagt, nicht? Naja, ich... Du sagtest, sie braucht Mut, damit sie neue Stile ausprobieren kann. Ich... Ja! Okay, gut. Das war eine doofe Quest. Ausgezeichnet! Ja, es war trotzdem eine doofe Quest. Hier von Punkt A nach Punkt B laufen und fertig. Naja. Bonusszene! Das habe ich nicht kommen miauen sehen. Ja, kann passieren, ne? Okay. Dann haben wir aber noch eine andere kleine Quest offen, die ich auch noch gerne abgeben würde, oder? Nein? Ah, gefallen. Aha. Gefangen in der Hitze. Achso, das haben wir gemacht, ja. Das hier, wer es glaubt, wird zählig. Wir sollen 3 Platter besiegen. Okay, das machen wir. Das machen wir kurz, würde ich sagen. Gehen diesen Pfeilen hier entlang. Hier rein? Was? Was? Ach so, ich muss wahrscheinlich zuerst 3 von diesen Viechern platt machen, aber... Ich weiß nicht mehr genau wo und ich habe jetzt auch keinen Bock danach zu suchen. Wo gehe ich eigentlich lang, verdammt? Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Was ist das hier eigentlich? Mit dem Internet verbinden? Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich würde eigentlich auch gerne diese Quest wieder inaktiv machen. Navigation ausschalten, ja. Das nervt nur. Machen wir dann vielleicht irgendwann mal. Okay. Gehen wir nach Hause. Und dann zu unserer Oma. Hat jetzt lange genug gedauert. Irgendwo ist noch ein D-Rang-Yokai. Hier. Bei der Laterne. Bestimmt wieder so ein Spanzer oder wie das Vieh hieß. Ja, ich glaube, das ist genau so eines. So, da habe ich dich. Ja, besiegen wir es kurz. Hauen wir ihm aufs Maul. Ich würde sogar gerne mal sehen, die Ulti-Seele von meinem neuen Freund hier. Von Stimuleo. Ist ja bestimmt ultramächtig. Los, Stimuleo, Attacke!
Aha, macht also auch keinen Damage quasi. Aber der Angriff von allen wird erhöht. Das ist ziemlich interessant. Das könnte halt echt was sein. Das könnte halt echt was sein. Naja, wie gesagt, wir sind immer noch nicht ganz sicher, wie unser Team irgendwann aussehen wird. Und das ist auch in Ordnung so. Es gibt ein paar, die ich unbedingt haben möchte, aber gehen wir aus dem Weg. So weit sind wir noch nicht. Irgendwo ist wieder ein D-Rang-Yokai. Bloß wo? Was hier oben eigentlich? Nichts. Bestimmt irgendwo da beim Auto, oder? Ja, hier. Nachsehen, was hier ist. Ah, ne Dingens hier, ne? Tristine hieß die, genau. Versuchen wir kurz, sie zu besiegen. Vielleicht schließt sie sich uns ja an. Wir geben ihr mal ein Kaugummi, ne? Einfach nur, damit wir ihr was geben können. Kaugummi an Gegner geben, ja. Und Dornian, mach sie alle platt. Okay, das war nicht wirklich lecker scheinbar, der Kaugummi. Hat dir nicht so sehr gefallen. Aber naja. Wow, das war fantastisch. Das war echt fantastisch. So. Rindfleischspieße. Und sie schließt sich uns nicht an. Naja. Wie gesagt, sollte dann irgendwann mal ein Yokai kommen, den ich unbedingt haben möchte, unbedingt im Team, ja, es gibt so ein paar, wie gesagt, dann werde ich die mir offscreen holen. Wenn es denn nicht anders geht, ja, auf jeden Fall. So. Ganz schnell gehen wir nach Hause. Sind doch gleich da. Jeden Moment. War die Kiste schon immer da? Wie bekomme ich die? Vielleicht indem ich hier reingehe. Liegt einfach so am Wegrand. Eisenpuppe, naja. Sind da immer wieder neue Kisten oder? Oder wie muss ich das verstehen? Ich habe teilweise das Gefühl, aber ich weiß es halt nicht. Moment, wir gehen noch kurz in den Laden, um unsere Yokai zu heilen. Und wir sehen auch noch kurz nach, was sich hier für ein Yokai versteckt. Ah, wieder so ein... Hab vergessen, wie das Vieh heißt. Ah, wir machen es kurz platt. Und ich möchte noch was anderes nachprüfen. Ist, Baku auch ein charmanter Vieh? Wenn ja, hätten wir 3 Stück davon und der Bonus wäre halt fantastisch. So, Chibanyan soll man nicht kämpfen. Los, mach das platt. Mach das platt, sagte ich. Das reicht immer noch nicht. Danke. Ja, sie wollen alle noch nicht so richtig reinprügeln irgendwie. War das nicht charmant? Ich habe gerade keine Ahnung. Deswegen können wir das hier drin nachsehen. Außerdem, Yokai heilen ist auch nie verkehrt. Okay, sehen wir uns die mal an. Du bist ein Charmanter. Du auch. Du bist auch ein Charmanter. Gut, dann wechseln wir das Ganze mal aus. Und zwar... du gehst... Was? Nein! Ordnen, ja. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. So. Haben wir eine Ultra Charmanter Einheit da vorne. Und du bist mal in der Mitte hier, mein Rebellzebub, ja. Du kannst ordentlich reinbügeln. So sieht das gut aus. So, wir haben jetzt in diesem Part leider nicht allzu viel erreicht. Aber auch sowas muss mal sein, ne? Jetzt ab nach Hause. Hallo Katze. Und ab nach Hause. Mama, ich bin zu Hause. Aber bald sind wir auf dem Weg nach Petzlingen, Johnny. Endlich. Sieh zu, dass du heute genug Schlaf bekommst. Du solltest ausgeruht sein. Ich muss nicht schlafen. Warum auch? Baku ist ja da. Okay, wir schlafen scheinbar doch. Und am nächsten Tag?
Auf nach Petzlingen! Endlich! Ich kann es kaum erwarten, deine Oma zu sehen! Vergiss nicht, deinen Eltern auf Wiedersehen zu sagen, bevor du losziehst! Ja, ja, sag Mama und Papa tschüss, ja. Okay, im Bett sind sie nicht mehr. Dann halt in der Küche. Okay, Papa. Tschüss. Ist es schon soweit? Vergiss nicht, die Krapfen mitzunehmen. Hab sie, siehst du? Was ist das? Krapfen vom Seelenkrapfenladen? Die wären nicht meine erste Wahl gewesen, aber deiner Oma schmecken sie hoffentlich. Sag Oma liebe Grüße und pass gut auf dich auf. Klar doch, Papa. Und zu Mama. Du machst dich auf den Weg. Ich hoffe, du hast die Krapfen eingepackt. Ja, hier sind sie. Ausgezeichnete Wahl. Nicht geht über Krapfen von Seelenkrapfen. Oh, meine Lieblingssorte. Schätze, du hast meinen guten Geschmack geerbt. Bevor ich es vergesse, nimm diesen Zettel mit, Shawnee. Mamas Wegbeschreibung. Wofür ist der? Da sind alle Informationen drauf, die du brauchst, um den Weg zu deiner Oma zu finden. Zugfahren kann verwirrend sein. Lies dir das durch und du kommst klar. Danke, ich bin trotzdem etwas nervös. Keine Sorge, jetzt geht's los zum Lenzhausener Hauptbahnhof. Hier hast du ein bisschen Geld für den Weg. Verlier es nicht. 10 Euro wieder, cool. Danke, Mama. Pass auf dich auf und verlauf dich nicht. Keine Sorge, ich hab dich lieb, Mama. Ich hab dich auch lieb, mach's gut. Genug getötet, es ist Zeit, Oma zu besuchen. Auf nach Petzlingen. Los geht's, zuerst mal zum Lenzhausener Hauptbahnhof. Ja, aber was ist das für ein Zettel? Den würde ich mir jetzt gerne mal ansehen. Hier, Mamas handgezeichnete Wegbeschreibung. Oh, Lenzhausen Hauptbahnhof. Zentrallinie, Fortunaplatz, Echolinie, Bahnhof Petzlingen, Bus Petzlingen. Denk dran umzusteigen, benimm dich ordentlich, wenn du bei Oma bist. Oh, fantastisch. Okay, ich kann mir nur den Brief genauer ansehen, scheinbar. Naja, egal. Gut, Leute. Wir machen uns noch kurz auf den Weg zum Bahnhof. Und währenddessen würde ich sagen, das war's für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Moment. Macht's gut oder... Moment. Shit, wie komme ich da hin? Komme ich da nicht hin, irgendwie? Ah, einfach nur so. Warum... Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Okay, Leute, nochmal. Das war's mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!